So, also ich begrüße euch ganz offiziell zum Dinner mit Input nach einer langen Pause. Das ist jetzt doch schon 5 Monate her gefühlt, wo wir das letzte haben. Wir sind bei Nummer 11 angelangt. Und wir haben ja immer, die Frage ist immer, was nehmen wir für Themen? Und wir haben uns entschieden, mal spezifisch auf das Klima einzugehen. Wir haben hier unter uns einen ehemaligen Referenten, der uns schon extrem gut mit diesem Thema Klima eingeführt hat. Freut mich sehr, dass du hier bist, Bernd Fleischmann, du warst ja schon bei uns. Schön, dass du immer wieder kommst, auch als Gast, das freut uns sehr. Aber wir haben gesagt, ja genau, ich finde auch, er hat einen Applaus verdient. Ich mache jetzt nicht weiter mit Gästevorstellungen, weil wir haben viele sehr spannende Menschen hier unter uns, auch sehr viele fleißige Menschen, denen es nicht egal ist, was mit unserer Gesellschaft passiert, was die Politik tut und sich tagtäglich zuerst mal enervieren, aber dann manchmal auch zum Glück engagieren. Also herzlich willkommen, dass ihr hier seid. Das ist super cool, dass ihr die treuen Seelen, die solche Events wie denen mit Input am Leben erhalten. Das Thema Klima, warum das Thema Klima ist nicht, bei vielen Menschen nicht zu oberst, aber wenn wir schauen, was überall passiert mit der Politik, dann merken wir, dass das Klima eine unglaublich starke, ich würde es nennen, eine Waffe ist, die politisch gegen die Bürger angewendet wird. Will aber nicht zu sehr auch meine Meinung hier aufdrücken, sondern zuerst mal schauen, wie wir im Saal über das Klima denken. Ich hoffe, es haben ein paar von euch jetzt da geantwortet. Ich habe 3 Fragen gestellt. Ist der Klimawandel menschengemacht? Das ist jetzt live. Ich sehe jetzt hier nicht, wie viele abgestimmt haben. Ich probiere das zum ersten Mal aus, aber ich finde das ein cooles Gadget so. Und rechts. Ah, immerhin. Gut, also knapp die Hälfte hat abgestimmt. Vielen Dank. Somit ist das, jetzt hat noch jemand abgestimmt. Also, spannend. Ich bin froh, dass nicht alles gelb ist. Weil wenn alles gelb wäre, wenn wir alle würden sagen, der Klimawandel hat mit dem Mensch nichts zu tun, dann könnten wir eigentlich nach Hause gehen und die Arbeit ist getan. Also haben wir fast die Hälfte sagt, nein, das Klima ist nicht menschengemacht, in Anführungszeichen. Wir haben also genau einen Viertel, die sagen, ja, der Mensch hat einen Beitrag, eher klein. Wir haben 10%, respektive 24%, also wieder eigentlich wunderschön. Wir haben also die Hälfte sagt nein, ein Viertel sagt zu einem kleinen Teil und noch ein Viertel sagt zu einem großen oder zum absoluten Teil ist die Klimaerwärmung menschengemacht. Das finde ich gut, das heißt, man kann eben miteinander diskutieren und haben auch ein paar Gegenstimmen, vielleicht dann auch am Schluss in der Fragerunde. Ich habe noch eine Frage gestellt. Ist klar, das ist dann natürlich, wie man die Fragen stellt, so kommen natürlich die Antworten, das ist schon so. Ich will ja nicht sagen, dass wir hier völlig neutral sind. Aber braucht es supranationale Vorgaben? Also braucht es nationale Vorgaben oder braucht es supranationale Vorgaben, damit das Klima gerettet wird? Und da sagt 1%, das ist maximal eine Person bei 78. Hä? 12, also 10% sagen ja, gewisse Absprachen oder Gesetze, die international koordiniert werden, ist gut. Wohingegen doch jetzt hier im Saal, hat sicher auch mit der Geschichte von Input-Events zu tun, ganz klar nein sagen. Beides sind Themen heute. Das erste Thema ist der erste Referent, das ist dann Bernhard Strehl, der kommt nachher auf die Bühne. Dann, wenn wir zur Klimapolitik kommen, sind wir hier eigentlich dann beim Thema von Professor Dr. Fritz Warenholt, der nach dem Hauptgang auf die Bühne kommt. Und dann kommen wir hier noch zu einem, habe ich gefragt, euch zu ordnen. Ich hoffe, das haben alle verstanden, wie das geht mit dem Ordnen. Das ist so ein bisschen ein kleiner Freiheitspolitikbarometer, den ich sehr spannend finde. Was ist unser Anliegen? Was sind die gesellschaftlich wichtigen Themen? Und ihr habt, und da bin ich total froh, ich habe extra rosa gewählt, eine freundliche Farbe, dass ihr das anklickt. Nein, ich hatte keinen Einfluss auf die Farben.
Also erster Platz, Freiheit und Eigenverantwortung stärken. Ich habe das bewusst noch ergänzt in der Klammer Abbau Staatsquote und Abbau der Zentralisierung. Das freut mich. Dann wusste ich nicht, wo die Migration landen wird. Die ist bei euch auch sehr, sehr hoch. Dann freie Märkte schaffen. Auch da bewusst viele Menschen, die ja sagen, ich will Freiheit, wollen dann in der Wirtschaft, aber dass die Wirtschaft dann stark eingeengt wird. Das ist jetzt hier nicht passiert. Das freut mich auch sehr. Dann viertens, Umweltschutz fördern. Habe ich bewusst getrennt, Umweltschutz und Klima, habe ich zwei Fragen gestellt. Internationale Bündnisse stärken und es freut mich, wir haben noch diesen Quoten Klima, wie sagt man dem? Klima, ich will nicht despektierlich sein, das Klima muss man retten, es braucht den Klimaschutz. Also auch das, nein, stimmt gar nicht, ich weiß nicht, ob das jemand zu oberst hat, das ist einfach das Letzte, weil ich muss es dir ordnen. Also kann ich nicht einschätzen, wie genau, aber die Gewichtung finde ich sehr spannend. Wir werden am Schluss nochmal dieselbe Umfrage machen und dann können wir das kurz nebeneinander legen und schauen, ob es da irgendeine Veränderung gegeben hat. Ist immer schwierig, wir sind ja jetzt hier nicht ein Auszug aus der Bevölkerung, wir sind im Prinzip ja schon eine Gruppe von Menschen, die sich mit diesen Themen befasst. Wir hatten ja auch andere Referenten eingeladen, ich hatte einen Wunschreferenten ehrlicherweise, das war Herr Knutti. Von der ETH Zürich. Ich hätte sehr gerne die Gegenposition präsentiert gehabt, dass wir wirklich dann eigentlich diskutieren können. Ich finde diskutieren eigentlich etwas Wichtiges, etwas Spannendes, aber das funktioniert nicht. Er hat gesagt, so mit Klimaleugner geht er nicht aufs Podium. Das war wirklich so. Ist jetzt nicht ein Zitat, aber sinngemäß war das die Antwort. Und ich war gestern an einem Podiumsgespräch, wo ich selber auf der Bühne stand, das war organisiert von den Verfassungsfreunden und der hatte keinen Witz, der hatte 40 Leute angefragt, von, ich sag mal vom linksgrünen Spektrum und haben alle abgesagt. Am Schluss war ich auf dem Podium mit einem sehr liberalen SVP-Nationalrat. Also es ist halt diese Diskussion zu finden, schon schade. Also ich finde es kleiner Monolog, ich finde es total schade eigentlich, dass wir hier auf diesem Podium am Schluss in unserer Bubble eigentlich das Thema diskutieren. Was ja viel spannender wäre, ist ja der wirkliche Diskurs und da gibt es eigentlich eine Organisation in der Schweiz, die diesen Diskurs fördern müsste und das ist ein Fernsehkanal und da steht SRF drauf und ist staatlich finanziert, aber die tun das eben auch nicht, die haben einfach ihre Bubble und präsentieren ihre Bubble und das ist sehr, sehr schade. Gut, aber das mal als Start, nehmen wir einfach mal so hin. Ich finde das sehr spannend. Habe ich in der Vorbereitung auf diesen Anlass noch kurz schlau gemacht. Wir hatten ja eine Abstimmung, könnt ihr euch vielleicht erinnern, wir haben in der Schweiz das Klimagesetz angenommen. Das Klimagesetz wurde angenommen, weil es eine Gletscherinitiative gab und die Gletscherinitiative hat gefordert, dass sämtliche fossilen Energien verboten werden. Das ging dann selbst dem Bundesrat zu weit und dem Parlament zu weit. Und die haben dann das Klimagesetz entwickelt. Am Schluss kommt es auf dasselbe rauf, wenn man das dann wirklich liest. Ich habe das mal kurz angeschaut. Also, 42,5% haben abgestimmt und ungefähr, ich glaube es war 58%, es war relativ, muss man sagen, eine klare Abstimmung. Also es war nicht 51, 49, sondern es war doch irgendwie 58 zu 42 abgestimmt, haben wir dieses Gesetz angenommen. Und trotzdem, als Liberaler, bin ich da schon vorsichtig und sage, gut, das sind ungefähr 25% der Stimmberechtigten haben entschieden, wie wir unsere Wirtschaft, unsere Freiheit eigentlich gestalten in den nächsten Jahren bis 2050. Ich weiß nicht, es ist vielleicht ein bisschen klein für euch da unten, aber es ist schon krass. Es geht hier um CO2-Reduktion. Und bis 2050 ist in der Schweiz, und das ist gesetzlich verankert, das ist nicht irgendein Ziel, das ist ein Gesetz. Und Gesetze werden mit der Staatsgewalt, werden die schlussendlich durchgesetzt. Also bis 2040, also im Sektor Gebäude, also Gebäude dürfen bis 2050 müssen zu 100%, also
Nicht eine Ausnahme. 100% ist eine absolute Zahl, ist einfach alles. 1 und 0. Alle Gebäude müssen CO2-neutral sein. Krass. Im Sektor Verkehr 100%. Also es gibt nicht einen Lastwagen, es gibt nicht einen einzigen Lastwagen, der dieselbetrieben fahren darf. Das ist die Aussage dieses Gesetzes. Das ist die finale Konsequenz dieses Gesetzes. Und im Sektor Industrie, und da ist man sehr großzügig, da müssen es nur 90% sein. Also die Industrie muss nur 90% also von den fossilen Energieträgern wegkommen. Und diese 10%, weil das Gesetz ist absolut, diese 10% müssen kompensiert werden mit eigentlich CO2-Versenkung. Und zwar lustig, Verena hat mir das heute geschickt, ich habe es angeschaut. Im 10 vor 10 Schweizer Fernsehen hat einen Bericht darüber geschrieben, die ETH, unsere führende wissenschaftliche Fakultät, die haben dieses Projekt auf die Beine gestellt. Jetzt gibt es in der Firma in der Schweiz ein Unternehmen, wo wir also von einem Produzenten von Beton oder irgendwas, haben sie CO2 abgezogen, haben das aufwendigst in einen Container gepresst, also abgekühlt auf minus 20 Grad in einen Container gepresst und mit dem Lastwagen und mit dem Schiff nach Island gefahren und dort wird es in den Boden gepresst. Ist ein Millionenprojekt. Und die Aussage war, wenn man es jetzt hochrechnet, ich glaube, es geht um 1 Million Tonnen CO2 und in diesem Lastwagen waren, glaube ich, 20 Tonnen. Also es braucht irgendwo 50.000 Fahrten von solchen Lastwagen, damit wir dieses Problem lösen. Also das ist die Strategie, die wir offiziell subventionieren mit Steuergeldern. Also das ist das, was heute so funktioniert. Das ist dann total toll. Und als Experte war dann der Lastwagenchauffeur und sie haben gesagt, ja, es ist halt schon auch gefährlich, dieses CO2, weil wenn das da austritt und man zu viel CO2 hat, das geht bis zum Tod. Das war eine Aussage in diesem Video im Sinn von dieser Tod und diese Gefährlichkeit des CO2. Das war für mich auch so schon krass, wie subtil und gut das funktioniert in einem gut gemachten Bericht und der Lastwagenfahrer, der da uns aufklärt, wie froh er ist, dass er einen Beitrag leisten kann, auch die Welt zu retten, fand das spannend und hat gesagt, jetzt übrigens, und es sei übrigens okay, weil der Transport des CO2 dorthin, das sei okay, weil es braucht nur ungefähr 20% des CO2, das sie hinbringen, sprich 80% des versenkten CO2 ist ein effektiver Verlust aus der Luft. Also, ja, ihr spürt, ich bin nicht neutral hier auf der Bühne, aber fand das erhellend. Ich würde sagen, Mao hätte seine Freude an solchen Projekten. The Great Leap Forward, so kommt es mir vor, dieser planwirtschaftliche große Schritt und wir jetzt alle zusammen retten wir die Welt. Und das macht mir Angst. Wie kann so etwas passieren? Am Schluss reden wir über die Medien und auch da ist was, ich glaube, die meisten von euch haben das gesehen. Das sei ein Softwarefehler gewesen. Also vergleicht, die es noch nicht gesehen haben, vergleicht den Balken links mit 15 mit dem Balken blau 17. Also schon krass, wirklich, wirklich krass. Und dann entschuldigt man sich 2 Wochen später, da irgendein Fehler passiert. Aber einen umgekehrten Fehler habe ich noch nie gesehen. Also die Fehler gehen immer in dieselbe Richtung. Und was mich auch wundert bei anderen, die AfD hat irgendwo ja auch die Wahlen gewonnen mit 32-33% der Stimmen, ist auch die Ordnung der Balken. Ich bin mir gewohnt, dass immer links stehen die Wahlgewinner mit dem höchsten Balken und da geht es normalerweise so nach rechts unten. Aber jetzt wird das auch nicht mehr so gemacht. Die AfD ist irgendwo immer auch möglichst ein bisschen hinten. Das ist nicht ein persönliches Statement zur AfD, aber es zeigt einfach, wie die Medien funktionieren. Dann habe ich auch auf der Vorbereitung heute ein bisschen, habe ich gewusst, Schweden hat ja Steuern abgeschafft spannend, Schweden, die sind teilweise, bei in der Corona war Schweden auch, ich sage mal, relativ liberal, fand ich gut. In anderen Themen war Schweden eigentlich ein Vorreiter von, ich sage mal, diesen supranationalen Anstrengungen. Aber doch, hier haben sie diese ganze Klimarettung, haben sie mal den Riegel geschoben. Habe ich zufälligerweise wirklich auf die Taz gestoßen, ich habe einen Artikel gesucht zu diesem Thema, auf die Taz gestoßen. Und da kommt ein Pop-up bei der Taz.
Da steht links lesen, rechts bekämpfen. Ich finde das noch interessant, als Schweizer, die Deutschen, ihr wisst das vielleicht, dass die Taz so klar, man weiß, dass die Taz links ist, aber dass die Taz, also eine Zeitung, die doch, ich sag mal, nationale Bedeutung hat und die schreiben da etwas von mehr als sonst braucht es in Zeiten diesen Zusammenhalt und Solidarität. Sie schreiben das von guten, frei zu, eine offene Gesellschaft braucht guten, frei zugänglichen Journalismus. Finde ich auch. Also wenn ich jetzt ein Abo löse, dann unterstütze ich mit Polylux ein Projekt, das schlussendlich gegen rechts ist. Okay? Also kauft fleißig Taz-Abos und die macht eine bessere Welt. Ich finde es spannend, als Zeitung so eine krasse Äußerung, das nenne ich mal Positionierung. Immerhin, lieber ehrlich, die Taz ist ehrlich, wir sind ein linkes Blatt, linke Propaganda, fair enough. So dürfen es dann einfach auch die Rechten machen. Und dann logischerweise dieses Bild einfach noch, das ist ein weiterer Grund, warum wir alle Angst haben, ist diese Farbgestaltung, das 27 Grad ist heute dunkelrot und das war vor 20 Jahren, sind diese 34 Grad noch mit braun angeschrieben. Das ist natürlich eine Verschwörungstheorie, die ich hier aufstelle und spannend. Das Bild habe ich nicht von irgendeinem komischen, das Bild habe ich von Korrektiv, glaube ich, gefunden. Und Zufall, oder? Die waren höher im Ranking natürlich als das Original, der Originalpost. Und die haben geschrieben, ja, das sei total doof, diese Interpretation, dass das eine Manipulation sei, sondern es sei ein grundsätzliches Interesse der Grafiker und Designer, ein bisschen mehr Pep in diese Grafiken zu bringen. So, das ist eigentlich so mein Humor des Tages, den ich da relativ schnell zusammengeschustert habe. Und ich erlaube mir manchmal hier auf der Bühne, viele von euch wissen es schon, ich bin ja seit kurzem auch Präsident von Aufrecht Schweiz, von einer sehr, sehr liberalen Organisation, Partei darf man auch sagen. Und ich will ganz kurz ein Thema, was wir heute auch ansprechen, wenn es darum geht, braucht es eine neue Partei in der Schweiz? Das ist ein bisschen unbenannt, dieses Links-Rechts-Schema. Irgendwie reden immer alle von links und rechts. Hä? Und von links und rechts kann man, glaube ich, sagen, ist auf dieser Skala, da gibt es viele. Was mir total fehlt oder was uns eben fehlt, und da kommen wir im Spiel, ist eigentlich dieses Thema Bürger, dieses Thema Freiheit und das Verhältnis zwischen Staat und Bürger. Und alle anderen Parteien, gewisse mehr, gewisse weniger, sind eigentlich immer etatistisch unterwegs. Und spätestens, wenn es hart auf hart kommt, spürt man das, dass eben doch alle nach dem Staat rufen, Freiheitseinschränkungen in Kauf nehmen, um die Sicherheit zu gewähren. Also das heißt, oder respektive, ich will frei sein, aber du musst mir das finanzieren. Das ist natürlich dann auch nicht Freiheit. Und deshalb hier unsere Positionierung. Dieser kleine Werbeblock habe ich mir erlaubt für Aufrecht. Und die in der Nähe sind, würde mich freuen. Wir stellen uns vor und dann höre ich mit uns auch schon auf. Wir haben am 3. Oktober ein Aufrecht informelles Event. Da geht es darum, dass wir, es ist jetzt Zürich basiert eigentlich, aber sind auch alle anderen herzlich eingeladen hier zu kommen. Das ist ganz unkompliziert, kostet nichts, es sei denn, ihr isst was, dann könnt ihr Essen und Trinken bezahlen. Mein Vorgänger, Patrick Jetzer, das ist der Aufrecht mitgegründet hat, hat ein Buch geschrieben, kann ich sehr empfehlen. Ist wirklich gut, ich bin noch nicht ganz durch, aber er befasst sich mit dem Thema der Staat. Was ist überhaupt der Staat? Was ist die Berechtigung des Staates? Und wie funktioniert Staat und Volk und Macht und Zentralismus? Und er wird ein kurzes Input-Referat dann halten und der Rest ist wirklich kennenlernen und ich werde ein bisschen aus dem Ich und vor allem Katrin, die Präsidentin von Aufrecht Zürich, da sitzt sie, genau, wird diesen kleinen Event leiten und Fragen und Anregungen entgegennehmen. Gut. Dann kommt der Werbeblock für das nächste Dinner mit Input. Das darf ich schnell fragen, wer von euch kennt diesen Mann nicht? Wer kennt ihn nicht? Perfekt. Also die ihn nicht kennen, müssen zwingend kommen. Wem ist völlig egal, was im Nahen Osten läuft? Von denen, die aufgestreckt haben, wem ist völlig egal, was im Nahen Osten abgeht? Israel, Palästina, Iran? Perfekt. Also das sind 60 Plätze, die sind jetzt gerade gefüllt. Michael Lüdes, unglaublich guter Mann. Persönlich, subjektiv, Einschätzung. Ich verfolge ihn seit langem, ich habe seine Bücher gelesen. Wer den Wind sät, ist das erste, das zweite, also nicht das erste, aber das, was ich gelesen habe.
und dann wird den Sturm ernten, war ein zweites Buch. Er ist einer der profundesten Kenner der ganzen Nahostgeschichte eben. Geschichte, das fängt dann ja vor allem dann auch 1953 mit Iran, USA, dann die Contra-Affäre. Und er erklärt eigentlich, wie diese ganzen Konflikte, die wir sehen, Israel, Palästina, was funktioniert, was passiert wirklich. Und er hat die Fähigkeit, das extrem gut verständlich wirklich da aufzuzeigen. Also es ist nicht ein innenpolitischer Anlass für einmal, sondern es ist wirklich im Sinne des Input-Events, ist das wirklich eine Weiterbildung, um vielleicht gewisse Konflikte ein bisschen besser zu verstehen und auch wissen, wie man dann vernünftig Position beziehen kann. Dann, ihr wisst es, die mich kennen, ich bin ein Fan, wirklich ein Fan von Andreas Thiel. Das machen wir in der kleinen Runde da drüben im Restaurant. Alle Freiheitsliebenden sind da herzlich eingeladen. Und er ist einer, der mir die Augen geöffnet. Er hat 14 Vorträge, die er macht bei uns. Also wir haben 14 Events. Und ich habe da meine Sicht auf das Alte Testament hat sich völlig verändert. Das sind für mich mit die intensivsten 2 Stunden, die ich jeweils erlebe, weil er philosophisch, etymologisch, also er schaut die Schrift an, setzt das in die Zeit und die Bedeutung von Wörtern und erklärt da Themen. Das nächste Mal geht es um Thema Humor. Keine Ahnung, was er zum Thema Humor erzählt, aber ich weiß einfach, es wird extrem spannend. Dann ein bisschen anderes Format, das ist, aber Kevin ist on Tour und hat uns angefragt, dass wir das hosten. Machen wir sehr, sehr gerne, er war auch schon bei uns auf der Bühne. Wer kennt ihn noch nicht? Krass, alle kennen ihn. Und die 5, die ihn nicht kennen, getrauen sich nicht, die Hände zu heben. Ja, genau, doch, da. Voilà. So, ich bin bald durch. Es ist fast schon ein bisschen viel, ich weiß. Aber es ist auch für die nächsten 4 Monate. Was heißt, ja, wir sind dran. Die, die es interessiert, das wäre dann der QR-Code, wo ihr Zugriff bekommt zu all diesen Events, zu unserer Webseite. Und das sind alles, was ich jetzt vorhin erzählt habe, ist da drauf. Gut, ganz kurz zum Ablauf, richtig. Es gibt ja jetzt einen Vortrag von Bernhard Strehl. Dann gibt es den Hauptgang. Bitte vorher, gibt es noch Vegetarier, die noch keinen grünen Zettel haben? Hände hoch. Du? Ja, der Service schaut, dort wo die Hände hochgehen, vielleicht noch schnell schauen. Perfekt, dann ist das organisiert. Also wir haben 3-mal Input, so ungefähr 30 Minuten von den vorgenannten Referenten. Dann habt ihr jederzeit die Möglichkeit, nicht während dem Vortrag, aber in den Pausen, eure Fragen aufzuschreiben, durchaus auch kritische Fragen. Ich habe am liebsten auch kritische Fragen, dass wir etwas zu diskutieren haben und diese Einigkeit vielleicht auch ein bisschen verlieren. Also stellt die Fragen kurz, prägnant, mit gutem Namen, damit ich das dann nicht alle, aber die, die reinpassen, dann sehr, sehr gerne in das Podiumsgespräch aufnehmen kann. Yes. Gut, und dann bitte ich Bernhard Strehl nach vorne zu kommen. Bernhard, da hinten, du kommst. Wunderbar. Bernhard Strehl, ich stelle dich schnell vor. Applaus.